Okay, Leute, Game One unterwegs, mal wieder. Ich befinde mich hier im wunderschönen Hamburg im East Hotel. Das ist eine der prominentesten Adressen, die es in der Stadt überhaupt gibt. Auf meiner eigens für mich angemieteten Sonnenterrasse. Und ich bin hier natürlich nicht ohne Grund, sondern hier ist heute dickes Ubisoft-Event. Zwei Spiele werden vorgestellt, und zwar zum einen das neue Prince of Persia-Spiel, sowohl für PlayStation, Xbox 360 natürlich und Wii. Und außerdem, da freue ich mich sehr drauf, Roost, das neue Strategiespiel, über das wir auch schon berichtet haben im Rahmen der Gamescom und so weiter. Erinnert euch, das war das mit dem dicken Touchscreen, konnte man es auf der Gamescom sich angucken und so. Und das kann man hier alles schon probespielen, man kann richtig Hand ans Pad anlegen und ein bisschen zocken. Ich werde mir einen Eindruck von den Spielen verschaffen und euch dann natürlich sagen, wie sie mir gefallen haben. Kommt einfach mal mit, wir nehmen uns ein paar Schnittchen, ein bisschen Kaffee und dann daddeln wir hier ein bisschen mit den Jungs von Ubisoft. Yeah, let's go! Roost stammt von den französischen Entwicklern Ugin Systems, die bislang eher unbekannt waren und mit Act of War ihren bislang größten Hit verzeichneten. Mit Roost wollen die Franzosen das Echtzeit-Strategie-Genre gehörig aufmischen. Für erste Aufmerksamkeit sorgte ihre Vorstellung von Roost mit gigantischem Touchscreen auf der vergangenen E3. Auf dem Event von Publisher Ubisoft durfte ich mir selber einen Eindruck von dem Spiel machen. Nach einer kurzen Einführung durch Senior Producer Mathieu Girard, die ihr euch übrigens komplett auch auf YouTube anschauen könnt, konnte ich dann endlich selber zocken. Das Besondere bei Roost ist die sogenannte Iris Zoom Engine, die es euch ermöglicht, bei den gigantischen Karten komplett rein und raus zu zoomen. Habt ihr komplett rausgezoomt, wirkt Roost wie ein Brettspiel, auf dem ihr eure Einheiten verschiebt. Zoomt ihr hingegen auf die Schlachten, seid ihr mitten im Geschehen und seht die Einheiten ordentlich animiert gegen den Feind ballern. Vom Spielerischen hat Roost dann aber doch weniger Innovatives zu bieten, als man auf den ersten Blick vermuten könnte. Ihr sammelt Geld, baut und erforscht stärkere Einheiten und schickt sie dem Gegner entgegen. Den Unterschied machen die sogenannten Kriegslisten oder Ruses auch genannt. Stellt sie euch wie Spielkarten vor, die ihr ausspielen könnt und die besondere Effekte ins Spiel bringen. So könnt ihr eure Einheiten beispielsweise tarnen oder eine ganze Fake-Armee auf den Feind loslassen und so ein Ablenkungsmanöver starten. Die Steuerung ging gut von der Hand, allerdings war ich am Anfang noch etwas überfordert, da ja alles in Echtzeit passiert und das Spiel im Verlauf doch etwas unübersichtlich wurde. Am Ende musste ich mich dann peinlicherweise sogar gegen die KI geschlagen geben. Am 2. Juni erscheint Roost für Xbox 360, PlayStation 3 und den PC. Muss mal. Neben Roost wurde außerdem noch der neue Prince of Persia-Teil Die vergessene Zeit vorgestellt. Jan-Erik Sjöwall von Ubisoft Montreal ist Animation Director und zeigte uns, wie der neue Prince aussieht und wie sich das Spiel mit der aus Assassin's Creed 2 bekannten Anvil Engine präsentierte. Wie auch bei den Vorgängern könnt ihr auch bei Die vergessene Zeit die Zeit zurückdrehen und etwaige Fehler ausbügeln. Das ist auch bitter nötig, denn das Spiel scheint genau auf diesen Aspekt konzipiert zu sein. Aus dem Nichts und völlig ohne Vorwarnung bricht schon mal unter euch der gesamte Boden weg oder die Decke stürzt ein. Optisch war der Prinz und vor allem die neuen Animationen durchaus überzeugend, wenngleich ein God of War 3 da doch ziemlich deutlich die Nase vorn hat. Ein ebenfalls neues Feature ist die Kontrolle über die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft, die ihr sowohl zum Verhauen von Gegnerhorden als auch zum Lösen von Rätseln benötigt. Übrigens, auch wenn sich das neue Prince of Persia optisch an den kommenden Film mit Jake Gyllenhaal orientiert, hat es inhaltlich nichts mit dem Film gemeinsam. Die vergessene Zeit ist zwischen Prince of Persia, The Sands of Time und Warrior Within angesiedelt und behandelt ein komplett neues Kapitel. Das Spiel erscheint im Mai für sämtliche Konsolen und auch für den PC. Ja, liebe Leute, das war's vom Ubisoft-Event hier aus dem East Hotel in Hamburg. Und ja, ich habe eine Menge erlebt hier. Eine Menge gesehen. Ich habe unheimlich viel gezockt. Buddha bei die Fische, was habe ich gesehen? Roost habe ich gesehen. Hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also zumindest rein optisch, was sie damit gemacht haben, mit dem Rauszoomen, diese Riesenkarte und alles. Das fand ich schon sehr cool. Okay, müssen wir hier raus. Und, ja, wie gesagt, das fand ich eigentlich ganz nett. Ach du Scheiße, wo sind wir denn hier gelandet? Nee, wir müssen auf der anderen Seite raus. Halt! Ich raff das nicht, ey. Wie kommt man denn hier raus? Der Sebastian, der Kameramann, hat es wieder mal... Ich war schon... So, auf jeden Fall, ja, das fand ich eigentlich ganz cool.
Ruse, es war am Anfang ein bisschen kompliziert. Die Steuerung war cool, muss ich sagen. Also ich habe es auf der Xbox gezockt, es kommt ja auch für den PC raus. Und die Steuerung war super, aber es war ein bisschen konfus so. Also ich habe ziemlich aufs Maul gekriegt von der KI auf sehr leicht. Weil ich bin eigentlich unbesiegbar in Strategiespielen, deshalb hat mich schon irgendwie gewundert, dass die KI auf sehr leicht gegen mich gewonnen hat. Da würde ich nochmal das Balancing vom Spiel hinterfragen, ja. Es ist doch hier nicht so einfach, hier rauszukommen. Ja, Ruse auf jeden Fall nicht schlecht. Dann habe ich noch Prince of Persia gespielt, das Neue. Und das hat so ein bisschen gemischte Gefühle in mir geweckt. Das sah zum einen ganz nett aus, so, ja, also von den Texturen und den Animationen hat es mir ganz gut gefallen. Von der Framerate war ich enttäuscht, es sind nur 30 Frames gewesen und das hat man im Spiel leider auch angemerkt. Die waren zwar konstant, die 30 Frames, aber ansonsten war mir das ein bisschen zu hackelig. Spielerisch war es also so wie eigentlich die Vorgänger auch. Habe jetzt nicht wirklich was Weltbewegendes Neues gesehen. Was ganz cool war, war das Kampfsystem. Es hat mir gefallen, es hat Spaß gemacht. Ist eigentlich im Prinzip God of War meets Assassin's Creed trifft es eigentlich. Nur sieht es halt schlechter aus als God of War und Assassin's Creed. Das war vielleicht so ein bisschen das Problem. Ansonsten, die Prince of Persia Fans werden auf jeden Fall wieder zugreifen können. Können damit nichts falsch machen. Ist halt einfach nicht so my cup of tea. So, ansonsten, wie die Spiele dann letztendlich sind, werden wir dann sehen, wenn sie rauskommen. Dann werden wir sie natürlich bei Game One knallhart unter die Augen nehmen. Antesten. In diesem Sinne versuche ich jetzt erstmal hier aus dem Hotel zu kommen. Ansonsten bleibe ich auch hier. Ist eigentlich ganz schön. Schöner als bei uns in der Redaktion. Zurück an die angeschlossenen Funkhäuser. Wiedersehen.